Ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Ruin Factory Frontier. Wieso sage ich Frontier? Wieso sage ich jetzt Frontier? Eigentlich ist es ja so, dass ich gar seit über 10 Jahren kein Frontier mehr gespielt habe. Hä? Keine Ahnung, warum ich das im Kopf hatte gerade. Na, wie dem auch sei, Frontier ist ein super Spiel, ne? Oder was sagt ihr dazu? Es war mein allererster Teil, Frontier, den ich von Ruin Factory gespielt habe. Und dementsprechend verbinde ich damit ein bisschen Nostalgie. Und irgendwie habe ich gerade, keine Ahnung, doch spontan Lust drauf bekommen, das Spiel zu spielen. Aber ich gebe mich auch mit dem neuesten Ableger gerade mal zufrieden, ne? Also mit dem Remake des neuesten, Remaster eher. Gebe ich mich auch mit zufrieden. So. Wir müssen mal kurz abchecken, wie ich das. Was war jetzt eigentlich Auftrag? Nach meinem aktuellen Wissensstand ist es so, dass wir Monikas Quest nicht erledigen können, weil Gründe. Wegen Hauptstory, weil wir erst die Dungeons kennen müssen. Und wir müssen Holz sammeln, weil unser Inventar an seine Grenzen kommt. So viel weiß ich jetzt noch. Nee, habe ich gar nicht, weiß ich nicht, ich habe nur Notizen. Mal kurz rüber geguckt. Nach allen Dungeons Brief von Monika steht da. Ich weiß nicht, ob alle Dungeons gemeint sind, aber ich denke, das heißt, wir können Charas aktuelle Quest auch nicht weitermachen. Was natürlich ein bisschen schade ist, ne? Da bin ich ehrlich. Das ist natürlich äußerst schade. So, wollen wir hier ein bisschen auffüllen? Ja, ne? So, machen wir so hier. Schon Level 3, ne? Eieiei. Ne, da baue ich die hier an. Die Level 3er. Wo sind die denn jetzt? Habe ich es angelegt? Ja. Die? Ja, die kann denn hier hin, ne? Die kann denn. Wann kannst du bequem hier hin? So, warte mal, Level 2. Level 2. Ja, egal, ne? Sind ja zu verkaufen da. So. Und dann nochmal hier. Mehr habe ich jetzt nicht, oder? Nee. Sehr schön. Ja, eigentlich will ich die Hauptstory wieder machen. Wie schon gesagt, ne? Das ist halt mein großes Ziel. Das hat mir in der letzten Aufnahmesession so ein bisschen. Hat nicht so ganz geklappt. Ich erinnere mich. Ja, genau. Bürste die Kiste. Warte mal. So, jetzt. Yoshi. Dann die ganzen Kühe, ne? Die sind ja. Ja. Ja, ich wollte nur die Milch. Yossi. Ihr habt ja noch hoffentlich noch genug zu essen. Ich meine, ich baue ja auch immer regelmäßig an, ne? Oder? Da müsste eigentlich noch genug drin sein. Moment, gucken wir mal kurz rein. Es sind 28 Futter drin. Ja, guck mal, wir kriegen ja alle paar Tage neu pro Dings, ja? Und dann kriegen wir neue Saat, können wir mehr anpflanzen. Da kommt schon eine Menge hinzu. So. Jetzt hat sich natürlich Herr Felix vom Acker gemacht, ne? Der ist halt nicht mehr da. Der hat sich vom Acker gemacht. Der ist irgendwo auf Wanderschaft. Nee, da ist er doch. ich bin auch hier, ich musste hier ein bisschen stutzen. Tut mir leid. Ich behalte das mal einfach mal, ne? Wer weiß, ob wir es nachher später noch brauchen. Genau, und das war jetzt unser nächster Auftrag. Erstmal Holz sammeln, bevor wir überhaupt irgendwelche Dungeons machen können, weil. Wir brauchen nicht mehr viel Holz, wir brauchen 160 Holz. 160 Stück, wir haben insgesamt mit den dreien, die ich jetzt noch habe, haben wir 145. Also wir kommen schon ziemlich nah ran jetzt hier. An die 160, die wir benötigen. Und ich würde mal sagen, wir fackeln auch nicht lange, weil wir haben sonst ein Problem.
Und das ist halt kein gutes Problem. Das ist ein schlechtes Problem. Wir brauchen halt wirklich ihr Lager, sonst haben wir... Sonst können wir halt nichts mehr mitnehmen. Es ist ein bisschen ärgerlich, dass hier jetzt gerade, kein Holzstumpen zu sehen ist. Aber wir haben ja noch mehrere Farming-Spots. Das Problem ist, die Stumpen sind alle, habe ich alle abgefarmt, ne? Die habe ich schon alle abgefarmt. Ich muss die mitnehmen. Das ist halt das Problem. Ansonsten machen wir heute Aufträge. Das ist halt so bescheuert, dass man hier so ohne nicht rein kann. Wir haben mit ihm noch nicht geredet. Onduros. Ah, lange nicht gesehen. Ist dir gut ergangen? Ja. Ich frage mich, ob später ein paar Regentropfen fallen. Hallo? Was macht ihr, wenn ihr euch irgendwas, wenn euch irgendetwas mal einmal ausgeht? Wir statten den fahrenden Händlern, die gelegentlich hier sind, einen Besuch ab. Ganz egal, ob elf Monster oder sonst was. In der Regel können wir bei ihnen alles erstehen, was wir benötigen. Wow, für euch scheint dann ja alles bestens zu laufen. Ja, so hat es den Anschein. Gut, was hast du für Aufträge? Ich hätte eine Bitte, Fisch vor Ort gerne. Onduros, eine riskante Anfrage. Ein bestimmter Kaktus benötigt Formel A. Ja, komm, wir machen mal einen Onduros. Wir können auch eine Formel A haben wir ja gleich irgendwie zu Hause, glaube ich. Eine riskante Anfrage. Wo ist er denn jetzt hin? Achso, jetzt verschwindet einfach. Du bist wegen meiner Anfrage ja richtig, ich danke dir. Erinnerst du dich an den Kaktus, an dem du eine Blume erhalten hast? Genau, ja. Ich möchte, dass du ihn noch einmal widmest und ihnen etwas hiervon gibst. Formel A, das ist alles. Hört sich ihm leicht an. Ich werde in deiner Schuld stehen. Hier bitte nimm. Mehr davon habe ich jedoch nicht. Bitte geh äußerst sorgfältig damit um. Das werde ich. Wir haben die Blume gepflückt und zu deren Blüte er kostbare Energie aufgewendet hat. Das ist das Mindeste, was wir ihm im Gegenzug tun können. Verständlich zu haben. Schließlich haben wir sie ihm einfach so genommen, stimmt's? Oh, und bitte lass die Älteste nicht davon wissen. Falls sie das herausbekommt, wird sie sehr wütend auf mich sein. Kapiert. Ja gut, auf zum Kaktus. Die Bitte von Onduros. Ich laufe jetzt einfach als Wolli schmeiß mal eben durch, ne? Wenn wir allerdings ein Stumpen sehen, wisst ihr Bescheid. Das ist halt wirklich ärgerlich. Ach, das ist halt auch dumm. Ey, die Tastenbelegung in diesem Spiel ist halt einfach mega beschissen. Ich hau jetzt mit dem Doppelklink durch. Ich weiß, man kann auf Y andere Sachen belegen. Wenn man halt dauerhaft immer was anderes spielt. Und nicht nur Rune Factory halt nur, wenn es mal zur Aufnahme kommt. Dann ist das schon sehr... Ja, vergifte mich halt noch. Wo ist jetzt dieser Feuergeist? Oh, ich hasse diese... Ja, darf ich mal vielleicht ran? Ah. Einsetzen. So, das sollte reichen. Wow, was zum Henker? Puh, was für ein seltsamer Kaktus. Sei es drum, ich habe die Anfrage erfüllt. Ich sollte Onduros Bescheid sagen. Ja. Mit dir jetzt Hause Gegenmittel genommen haben. Ja, ach ja. Hi, jetzt ist nichts los. Bin nur zufällig hierher gekommen. Guten Tag, da bin ich wieder. Hi, Onduros, ich habe mich um den Kaktus gekümmert, so wie du wolltest. Formular und schwupps, es ist einfach so eine weitere Blume aus ihm herausgeschossen. Oho, ach ja, faszinierend. Bei der Gelegenheit sollte ich mich näher damit beschäftigen. Du, erst einmal danke ich dir für deine Hilfe. Es ist nicht viel, aber nimm es als Entschädigung für deine Mühen. Sehr nett von dir.
Falls ich erneut deine Hilfe benötige, werde ich mich wieder bei dir melden. Yay! Ein Blitzzauberstab. Wupp, wupp. Das ist das, was ich immer wollte. Wir brauchen Holz. Ich gehe jetzt nochmal in den Oddwortal. Ich weiß, es ist relativ spät. Wieso denke ich immer, dass man da oben rechts raus kann? Weiß ich nicht. Es war relativ spät. Aber ich habe die Hoffnung, dass wir dennoch ein bisschen Holz finden. Ein bisschen Holz. Ich hätte gern ein bisschen Holz. Ein bisschen Holz hätte ich gern. Danke, danke, danke. Ich gehe nur durch. Ne? Bin nur auf Weg. Bin auf der Durchreise. Wir haben ganz hinten nur irgendwelche. Noch ein Farming-Spot. Aua. Bin ich jetzt paralysiert? Wirklich? Einmal gestochen und schon direkt paralysiert? Das kann doch. Ich bin. Ich drücke halt. Ich. Ja. Ich wollte die Taste nicht drücken. Ist es mir schon wieder passiert. Haben wir irgendwelche Paraheiler, dicke Dünns? Ich muss Medizin herstellen. Wir haben nicht mal irgendwas, um Paralyse zu heilen. Und jetzt haben wir einen Sturm. Ich gehe schlafen. Und hoffe, am nächsten Tag ist Paralyse weg. Natürlich ist sie nicht weg. Wir haben ein Fest. Was steht denn heute an? Großer Fangwettbewerb. Ja, wie soll ich denn einen großen Fang machen hier, wenn ich hier... Ich bin paralysiert, Leute! Ich kann nicht mehr Medizin kaufen, weil heute ein Fest ist. Ich darf heute paralysiert angeln. Was ist denn jetzt los? Weil ich immer noch, ich habe so viel Medizin schon Medizinbrot gegessen und trotzdem. Morgen, guten Morgen. Los geht's. Ich bin bereit für den großen Fang meines Lebens. Mein Sieg steht selbstverständlich nicht im Weg. Also setz dich ruhig und schau dem Meister bei der Arbeit zu. Morgen. Oh, guten Morgen. Heilige Chefin, es ist fast Zeit für den großen Fangwettbewerb. Diesmal versuchen wir alle, den dicksten Oschi an Land zu ziehen. Der Sommer hat wirklich besten Fänge. Dicke Fische an Land holen kann niemand so gut wie Carlos und ich. Soll ich mich zurückhalten, damit du eine Chance hast? Nix da. Nix da, sagt sie. Welch. So ein schöner Tag, werde tut mein Blumengut. Guten Morgen. Heute ist ein Veranstaltung, großer Fangwettbewerb. Die Anmeldung findet ab 9 Uhr auf dem Platz statt. Komm pünktlich, falls du teilnehmen möchtest. Es war noch früher, möchtest du also schon einmal die Regeln wiederholen? Nein. Ich kann... Ich bin paralysiert, wie du siehst. Och nö. Och was? Und ich kann keine paralysiert Gegenstand-Dingens herstellen. Und der Sturm hat mir alles zernichtet. Der hat mir Sachen hier hingelegt, die ich gar nicht haben wollte. Naja, ein bisschen Holz, ne? Immerhin ein bisschen Holz. Ja, du guckst du, da guckst du, ne? Der guckt dir, ne? Der guckt dir. Ich laufe jetzt paralysiert durch die Lande. Wieso kriege ich hier so viele Gurken? Das ist doch nicht normal. Ha!
Alter! Um den restlichen Mais kümmere ich mich später nach dem Fest. Weil ich jetzt erstmal zum Veranstaltungsort schleichen muss. Konnichiwa. Ja, konnichiwa. Ich bin hier. Ja. Guten Tag. Ja, das sind die Regeln für den großen Fangwettbewerb. Es geht darum, wer in der vorgegebenen Zeit den größten Fisch fangen kann. Von 17 bis 18 Uhr. Ja. Ihr habt jetzt notiert. Ich muss früh losgehen. Früh muss ich losgehen, weil sonst... So, versuchen wir mal den größten Fang zu machen. Mit Anfängerangeln natürlich. Lob. Da kann ja nichts werden. Oh, ich habe vergessen aufzuladen. Kannst du jetzt mal anbeißen? Dieses 100 Jahre lang angetäusche. Da, siehst du mal, wo soll ich damit rechnen, dass ich plötzlich beim ersten Mal anbeiß, ne? Okay, oha, verdoppelt, 60. Irgendjemand freut sich hier, irgendjemand ist hier, irgendjemand freut sich hier zu sehr. Hört man die ganze Zeit im Ohr. Ja, behalten kann man es trotzdem. Nee. Du! 64 Zentimeter! Der längste Fisch gewinnt. Jetzt erwarte ich trotzdem mal einen Riesenfisch, ne? Ich erwarte so einen gigantischen. Danke. Blub. Ach komm jetzt, mach doch. Der hängt Fisch, der hängt fest. Der hängt Fisch. Ein Steinbutt. Ich weiß halt nicht, wo es die dicksten Fische gibt, ne? Gab's hier nicht auch mal größere? Ups. Mal 64 Zentimeter, schon eine Oschi, ne? Schon eine Oschi. Wollen wir in den Oddworld-Teil gehen? Konnichiwa. Guten Tag, ja, ich gehe in den Oddworld-Teil. Ich will da zum Fluss. Ach, hier kann man auch angeln. Gibt's hier was? Ich will hier meine Zeit nicht verschwenden, Carlos, aber ich weiß nicht, ob du dir bewusst bist. Ach ja, man kann ja immer noch das machen. Okay, ja, hier kann man die angeln. Aber da oben war eine Angelstelle. Und ich weiß nicht, was es da für Viecher gibt, aber wir haben Hoffnungen. Wir sind jung und haben Hoffnung. Ich kann leider nicht ganz nach hinten, ne? Das ist ein Stiefel. Blub. Ich kann halt nur dahin, weil die Fische gehen ja ganz weit weg. Verdammt. Wieso ziehe ich hier nur Stiefel raus? Ja, jetzt habe ich Angst, dass das beim ersten Mal anbeißen dann sofort wieder weg ist, ne? Komm, nein, kein großer.
Ach, ich habe ewig Zeit. Ja, die gehen alle da hinten hin. Das kannst du vergessen hier. Was ist denn das? Bitte kein Stiefel. Bitte, bitte, bitte. Ja, 105. Ein Riesenlachs. Den ich mal kurz mal hinlege, weil ich keinen Platz habe. Ich habe noch ein Ei, was ich da reinschmeißen kann. So. Gut. Wir müssen nach Hause. Aber hurtig. Preisverlangen. Ich habe 105 cm. Das ist halt wirklich viel. Das war mehr Glück als Verstand. So, da bin ich. Aber ist ja schön. Lass uns mit der Preisvergabe beginnen. Die Ergebnisse stehen fest. Dieses Jahr wurde der große Fangwettbewerb von folgender Person gewonnen. Miku mit einem Fang, der unglaublich 105 cm lang war. Vielen Dank. Der zweite Platz gegen Colette mit einem Fang, der... Was? Das war ja wirklich... Mit 43 cm lang war. Und der dritte Platz belegt Hazel mit einem Fang von 39 cm Länge. Ihr habt heute eine tolle Leistung, hey Leute. Vergesst mich nicht auf fürs erste Mal zu trainieren. Fürs nächste Mal zu trainieren. Vergesst nicht auch Preise mit auszunehmen. Bis zum nächsten Mal. Ist ein Paraheiler dabei. Kochbrot. Ja gut, immerhin besser als nichts, ne? Garnelen-Sashimi. Regenbogenforellen-Sashimi. Wieso kann man hier aus Fisch nur Sashimi herstellen? Ein Früchte-Sandwich. Mm. Sardinen-Sashimi. Salat. Essigrüben-Mix. Essigrüben hört sich so widerlich an, ne? Ich sag's euch, wie es ist. Süßkartoffel. Und Fruchtsmoothie. Ja. Yeah. Erster Platz gemacht. Jetzt gehe ich schlafen. Nee, nichts schlafen. Ich muss noch hier ernten. Ach, ist das ärgerlich hier. Vor allem, ich habe alles an Medizin. Ich kann sogar doppelt medizinischen Teils herstellen. Und dann? Also Medizin aus mehreren Zutaten. Verschiedenen. Und dann ist das Einzige, was mir fehlt, Paraheiler. Und dann ist am nächsten Tag noch ein Fest und ich kann nicht mir was dagegen, nichts dagegen tun. Das ist halt das Tolle, ne? Oh nein, ich hab... Kein Platz im Inventar. Doch, Moment, ich hau hier kurz mal alles klein. Geh mal weg. Oh, ist das alles dumm hier gerade. Ja, noch mehr. Ja, gib her. Habe ich noch Holz? Ich hab noch Stiefel. Ich wisst ihr, was ist mir jetzt alles wuppe? Ich gehe jetzt das in den Kühlschrank packen. Oh, ist das ärgerlich hier alles gerade. Und geh jetzt einfach schlafen. Ist morgen kein Fest. Am 16. ist kein Fest. Ich brauche Medizin. Oh, ist das alles dumm. Ich brauche hier alles. Irgendwie ist alles gerade furchtbar. Gott. Komm, weg mit dem Lachs. Wo ist jetzt die... Da. So. Ich werde gleich so früh wie möglich
zu unserer Dorfheilerin gehen da, quasi. Oh, bitte. Wir haben Holz, wir haben auf jeden Fall genug Holz gleich für das Lager. Machen wir jetzt auf den Weg zur Heilerin. La 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 la, ja, das ist doch schön. Hallo, ich brauche Hilfe. Ich brauche medizinische Hilfe. Die Wanne kostet 100 G, ja, mir egal. Ja, einkaufen würde ich gern. Gräser und Medizin hätte ich gern. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, das könnte ich irgendwann mal gebrauchen. Und dann werde ich bei unserem guten Freund nochmal vorbeigucken, der Brot herstellt, zufälligerweise. Und ein bisschen Medizinbrot holen und hoffen, dass ich auch hier selber herstellen kann. Danke. Wow. Ja. Ich wäre noch dankbar, wenn es was Süßes wäre. Wie sie sich da vorne freut. Morgens. Erlöst sind wir. Wir sind erlöst. Von der Paralyse. Ich glaube, die sind viel wert, oder? Ich behalte die. Das sind Runes. Fand die immer so cool. Aber in den 2D-Teilen sind die halt langweilig, ne? Wenn die in den 3D-Teilen so rumschweben, überall, hat das mehr irgendwie, finde ich das cooler gemacht, als wenn das hier jetzt so... Ne, ihr wisst, was ich meine, hoffentlich. Muss auch noch gegossen werden. So. Bevor ich jetzt hier irgendwas anpflanze, werde ich Holz. So. Wie viel haben wir? 157. 3 Stück noch. Jetzt muss die Kiste schleunigst her. Hazel oder wie auch immer. Ja, Hazel. Hallo, ich würde gerne Möbel. Ich suche Möbel. Ich hätte gerne die XL-Aufbewahrungskiste für 8000 G und 160 Bauholz. Eine extra große Aufbewahrungskiste, damit du den ganzen Krempel horten kannst, den du findest. Ja, ach was. Das wird die 800 G und 160 Bauholz kosten. Geht es in Ordnung? Es geht voll in Ordnung. Ja, danke. Freut mich, unsere Zimmerleute werden sich darum kümmern. Bis du also wieder nach Hause kommst, solltest du so geliefert worden sein. Das geht so schnell? Ja, die Jungs sind richtig Profis, das kann ich dir sagen. Was möchtest du denn? Ja, ich hab nix. Nix. Auf Wiederschauen reingehauen. Zeig mal die XL-Aufbewahrungskiste. Ja, so viel, so anders sieht die jetzt auch nicht aus. Wie viel Platz haben wir jetzt zusätzlich? Das, was? Das hast du hier vervierfacht oder verdreifacht? Für drei oder vervierfacht? Okay, ja, das lohnt. Das ist halt gut, ne? Das ist gut. Weg damit auch. Oh, endlich Platz. Dass ich Pflanzen nicht da reintun kann, das ist halt wunderlich, ne? Aber Tränke. So, jetzt lesen wir so einen Kühlschrank dran, ne? Mit aufbewahren. So, aber jetzt müssen wir erstmal was anpflanzen, ne? Wir haben jetzt so viel anzupflanzen.
Ja, der Kühlschrank wird auf jeden Fall demnächst auch mal geupgradet. Brauchen wir dafür auch Holz? Ich weiß es nicht. Ja, Medizin nehme ich ja gerne mit, ne? Bin froh, dass man keinen Stein braucht, soweit ich sehe. Also irgendwie kommt immer was dazwischen. Bei den Parts. Irgendwie das Gefühl, dass immer irgendwie was... war das so? Ja. Es kommt immer irgendwie... Ja, geh mal weg. Ich muss hier nochmal hinhacken. Ach, egal. Egal. So, anlegen. Anlegen. Mais, wie viel Mais kriegen wir denn bitte? Wir haben so viele Maisfelder, klar, aber... Alter, wie viel... Ich muss kurz... Ich überziehe. Aber ich liebe es manchmal zu überziehen. Manchmal muss man überziehen. Und jetzt ist welchem Zeitpunkt. Ich würde gerne nächstes Part beginnen, ohne irgendwelche Klumpatsch im Inventar, weil ich doch schon so langsam, aber sicher, irgendwann mich freuen würde, wenn ich mal die Story weitermachen kann. Ups. Ich weiß nicht. Ich hab da halt Lust drauf. Ich will den nächsten Dungeon-Boss machen. Das reicht auch nicht. Wieder aus. Ich muss wieder eine... Nee, doch. Reicht aus. Moment. Hat ausgereicht. Ah... Ja, dafür machen wir im Sommer gut Geld, ne? Dafür machen wir im Sommer gut Geld. Ich würde sagen, das soll es fürs heute reichen. Wir haben ein bisschen was getan. Und morgen steht mein Geburtstag an. Ja, das ist ja super. Da freue ich mich ja wirklich sehr drauf. Ich werde jetzt noch ein bisschen Sachen herstellen. Offscreen. Und den Kühlschrank eventuell ein bisschen leeren. Ein bisschen Medizin oder so herstellen. Essen bei dem Fisch weiß ich nicht, ob ich das machen soll. Ist besser so, ne? Ja, ein bisschen Medizin herstellen. Geschmieden weiß ich nicht. Weil wir haben jetzt so viel Platz hier, das ist so super. So viel Platz. Ne, wir haben jetzt ein bisschen fast im Inventar. Ich werde ein bisschen Medizin herstellen aufs Screen. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Haut rein und tschüss.